Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das 9-Euro-Ticket neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich dieses Video aufnehme, da gilt das 9-Euro-Ticket noch knapp eine halbe Stunde. Und als 9-Euro-Ticket-Abschluss gönne ich mir den S3-Pendelzug zwischen Hammerbrook und Wilhelmsburg. Und diesen werde ich von jetzt, wie spät haben wir es überhaupt? Ich glaube kurz nach 23.30 Uhr auf jeden Fall, bis zum Betriebsschluss um 1.06 Uhr, wenn der Zug am Harburger Rathaus ankommt und dort dann aussetzen tut, gönnen. Und da der S3-Pendelzug heute mit einem Zug der Baureihe 474 bestückt ist, wird es eine sehr angenehme Fahrt werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, das 9-Euro-Ticket gilt noch 26 Minuten. Hier seht ihr den Hinweis, dass der S3 als Pendelzug fährt und der Pendelzug verkehrt als Langzug. Und der Zug fährt jetzt, glaube ich, ein. So, ich bin drinne. Dieser Zug geht jetzt in Wilhelmsburg, da wird alle aussteigen, der aussteigt mal nach links. Dieser Zug fährt zurück nach Hammerbrook. So, meine letzte Fahrt mit dem 9-Euro-Ticket hat begonnen. Um 23.59 Uhr komme ich in Wilhelmsburg an. Und ab 0 Uhr gilt ja das 9-Euro-Ticket nicht mehr. So, meine letzte Fahrt mit dem 9-Euro-Ticket neigt sich dem Ende zu. In einer Minute gilt das 9-Euro-Ticket nicht mehr. So, das war jetzt meine letzte Fahrt mit dem 9-Euro-Ticket gewesen. Jetzt ist der 1. September und das heißt, ich fahre jetzt trotzdem mit dem Pendelzug weiter. So, ich bin
jetzt einer Viertel ausgestiegen. Jetzt werde ich kurz irgendwo meine Notdurft verrichten und dann wieder in den Pendelzug einsteigen. Falls ihr wissen wollt, warum zwischen Hammerbrook und Wilhelmsburg ein Pendelzug fährt, das hier ist der Grund. So, in 2 Minuten kommt der Pendelzug. Das ist der vorletzte Zug Richtung Hammerbrook und dort ist dann ein Umstieg Richtung Pinneberg möglich. Und hier ist noch einmal der Hinweis. So, der Pendelzug fährt ein. Wieder im Pendelzug drinne. Guck mal, ich bin ein Fisch. So, die letzte Fahrt des Tages bricht für den Pendelzug an. Und zwar nach Harburg-Rathaus. Auf den Zugzielanzeiger steht zwar Starte, aber der Zug fährt nur bis Harburg-Rathaus. Hier steht ja auch der schöne Hinweis Richtung Neugraben-Stade in Harburg umsteigen. So, zurzeit sind leider keine Fahrgastinformationen verfügbar. Aber ich kann euch sagen, wir sind gleich am Bahnhof Harburg-Rathaus, wo der Zug gleich aussetzen tut. Und der Zug ist jetzt schon so leer. So, in 199 Minuten wird der Pendelzug in seinen neuen Tag starten. Gute Nacht, Pendelzug. Bis demnächst. Zu Hause angekommen. Die Pendelzugfahrten mit einem Zug der Baureihe 474 waren für mich auf jeden Fall ein schöner Abschluss für das 9-Euro-Ticket gewesen. Leider habe ich das 9-Euro-Ticket nicht so ausgenutzt, wie ich es eigentlich vorhatte, aber es kommt immer irgendwie alles anders, als man es sich vorstellt. Egal. So, an dieser Stelle werde ich auch das Video beenden. Ich hoffe, euch hat dieses Video irgendwie unterhalten. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.